Hallo, ich begrüße wieder Sie ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute wollen wir mal leckere Lachsröllchen machen. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Wir brauchen Lachs. Ich habe hier 200 Gramm, so einen dünnen. Dann brauchen wir für den Teig 300 Gramm Mehl, 500 Milliliter Milch, 3 Eier und etwas Salz. Das Prisa-Salz, das ist für den Teig. Und für den Belag brauchen wir 2 Esslöffel Zitrone, 5 Esslöffel Meerrettich, ich habe hier Sahne-Meerrettich genommen, milden, und ungefähr 150 Gramm saure Sahne. Fangen wir an. Also zuerst werden wir den Teig machen. Das ist einfach quasi ein normaler, wie Pfannkuchenteig. Tu etwas Salz direkt dazu, so am Ende der Spitze. Jetzt kommt die Milch rein und ich werde nach und nach das Mehl mit reinmischen und fertig. So, mein Teig ist jetzt soweit fertig. So ungefähr muss er sein. Ich habe die ganze 300 Gramm Mehl genommen. Das genügt. Jetzt werde ich davon einfach Pfannkuchen machen. So, ich habe mir jetzt die Pfanne ein bisschen heiß gemacht. Ich habe sie auch etwas angefettet. Jetzt werde ich sie hier einfach ausbacken. Die müssen jetzt auch nicht unbedingt schön sein. Es wird sowieso nachher gerollt. Und das jetzt und so weiter. Also die Pfannkuchen einfach goldgelb auspacken, so ungefähr eine Minute wahrscheinlich, so ungefähr. Ich werde sie erstmal alle auspacken und dann werden wir uns wieder sehen. So, ich habe jetzt meine Pfannkuchen ausgebacken. Ich habe jetzt 12 Stück rausbekommen. Dafür habe ich jetzt ungefähr gute 10 Minuten gebraucht. Geht eigentlich ganz schnell. Jetzt mache ich den Belag fertig. Ich nehme mir jetzt den Meerrettich. Also ich brauche ja 5 Esslöffel und da sind jetzt 135 Gramm. Und da sind jetzt genau 5 Esslöffel. Ist jetzt auch ganz leer jetzt, habe ich leer genommen, sind jetzt 5 Esslöffel Meerrettich. Also welchen Meerrettich ihr nehmt, ist jetzt egal. Ihr könnt auch scharfe nehmen und naturscharf. Ich habe hier jetzt Sahne-Meerrettich genommen, der ist etwas milder. Jetzt tue ich Zitronensaft dazu, 2 Esslöffel. Und die saure Sahne. Man kann natürlich auch ganz normalen Schmand nehmen. Ich mische das jetzt alles schön. Also jetzt werde ich die Lachsröllchen fertig machen. Ich nehme mir so einen Pfannkuchen, tue etwas von dem Belag drauf. Jetzt kommt etwas Lack dazu. Also ich mache sie schon öfters, diese Lachsröllchen. Wenn ich so Besuch habe, die gehen ganz gut, einfach als Fingerhut. Schmecken sehr gut. So, jetzt werde ich das alles schön zusammenrollen. Und das schneide ich jetzt in so Röllchen. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine Lachsröllchen fertig gemacht. Ein paar Pfannkuchen sind mir übrig geblieben. Ist jetzt auch weiter nicht so schlimm. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Lachs gebraucht. Und von dem Belag ist ein bisschen auch übrig geblieben. Den esse ich auch so einfach. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.